Hallihallo, Grinders Gaming hier, die nächste Folge Starbound. Wir oder ich habe den Plan und nehme euch natürlich mit. Wir brauchen Titan für unsere Werkbänke, um die noch weiter abzugraden. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir waren, glaube ich, hier, ne? Also wir sind jetzt halt hier, weil sich das Zeug, glaube ich, ganz langsam bewegt. Bin mir beinahe sicher. Also auf einem von diesen Dingern waren wir zuletzt hier. Ich glaube auf dem oder auf dem, einen von den zwei. Jetzt müssen wir irgendwo Titan finden. Hier gab es keins. Hier gab es Wolfram, da waren wir ja schon. Auf dem Mond können wir nicht. Wie gehen wir da hin? Lyrae Rest 3. Und gucken, ob wir da vielleicht irgendwie, irgendwo, eventuell Titan aufgabeln können. Ne, da gibt es auch Wolfram. Ja. Wo ist die IV? Die 4. Hier. Ne, das ist die 6. 5. 1, 2. 3, 7, 6, 5. Ich glaube, ich blind. Ich glaube, ich bin blind. Ja. Dann gehen wir jetzt hier hin, gucken uns den Planeten an. Vielleicht müssen wir auch aus diesem Sonnensystem hier raus. Oder aus dieser Galaxie hier. Um fündig zu werden. Ich weiß es nicht. Hier gibt es auch Wolfram. Ja, okay. Dann gucken wir jetzt hier noch schnell vorbei. Wir gehen jetzt überall gucken, ob vielleicht irgendwas rumliegt. Wenn nicht, müssen wir das System wechseln. Dann würde ich aber hier zuerst noch ein bisschen die Planeten erkunden, bevor wir gehen. Einfach, weil ich Bock habe zu erkunden. Ah, hier gibt es nicht mal Wolfram, cool. Hier gibt es Fuel. Kann ich aber ohne Atmosphäre, also ohne diese Atmungsdings, nicht hin. Jetzt gucken wir noch hier vorbei. Dann haben wir alle Planeten angeschaut. Ach so, Moment. Stopp. Nochmal eins raus. Nee, hier steht auch nichts dabei, ne? Nee. Ja, vielleicht eine spezielle Art von Planet. Das könnte ja auch sein. Vielleicht so ein Ozeanplanet oder irgendwas. Hier gibt es auch nichts. Gut. Dann machen wir das doch so. Auf dem 1er und 2er waren wir. Dann gehen wir jetzt auf den 3er. Machen wir einfach. Gucken uns das Planetchen an. Einfach nur, um zu gucken, ob wir da irgendwas finden. Questtechnisch, aufgabentechnisch, irgendwas. Bisschen erkunden. Ja. Wilde Rumfliegerei quer durch die Galaxie. So. Ja, jetzt sind wir in der Umlaufbahn. Wunderbar, dann können wir jetzt gleich runter. Gucken wir uns das Planetchen einfach mal an. Schweinchen, du bleibst hier. Du passt für mich aufs Schiff auf, ne? So, runterbeamen. Also ich hätte eine Flagge machen. Ach, guck mal an. Eine Karotte. Nett. Ja, ich muss noch mal hoch. Ich muss noch eine Flagge bauen. Eigentlich könnte ich auch eine Fackel hinstellen, aber ich nehme die Flagge einfach. 20 Gewebe und ein Kupferbarren. Habe ich irgendwo noch. Ich muss mal mein Inventar wieder hier hochziehen. Muss ich jedes Mal machen, ich vergesse es nur. So, 1 Kupferbarren, ne? Und 20 Gewebe. Ja. Habe ich noch irgendwo Gewebe? Oder habe ich nicht sogar eine Flagge? Oder habe ich die letztes Mal hergestellt gehabt? Ich bin maximal verwirrt wieder. Ich weiß es nicht. Ja gut, Gewebe kann ich auch so herstellen. Nee, kann ich nicht, ne? Nö.
Nö, kann ich nicht. Müsste aber eigentlich auch relativ einfach machbar sein. Wir beamen uns jetzt runter. Wenn nicht, bauen wir halt kurz eine Werkbank dahin. Ja, hier stehen ja eh schon Bäumchen rum. So. Dann craften wir uns ein Lagerfeuerchen. Dass wir hier. Wo ist es? Hier. Dass wir hier hinstellen. So, Licht. Jetzt machen wir hier noch ein Bäumchen kaputt. Baum fällt. Hier rums. So. Jetzt brauchen wir Bauholz. Ein bisschen für eine Erfinderwerkbank. Lassen wir halt einfach hier stehen, dann das Zeug. Kostet ja nicht so die Welt. Sodele, genau. Und wenn wir jetzt die herstellen, dann können wir, glaube ich, oder war es der Webstuhl? Nee, der Webstuhl war es, glaube ich, ne? Ziemlich sicher. Oh. Stopp, so viel machen wir nicht. Wir machen mal 40. Geht zum Glück nicht so lang. So, wenn wir jetzt den Webstuhl bauen, man sollte natürlich auch warten, bis er gebaut ist. Sonst wird das nichts. Tipp von mir. Was war am Rande erwähnt? So, Webstühlchen. Genau, Gewebe. 13, das ist natürlich sehr geil. Da ist schon ein Häuschen. Ich will mal kurz gucken, ob ich irgendwo Pflanzenfasern finden kann. Hier unten wahrscheinlich, da hängt schon ein bisschen was. Buddeln wir einfach mal ein bisschen runter. Bisschen gefährlich hier im Duschere. Weiß nicht, was da alles irgendwie zukommt hier. Nix, okay, cool. Hätten wir das auch erledigt und geklärt. So, es schneit. Perfekt. So, 20 Gewebe. Boing. Wir müssen ja sogar eine Fackel hinstellen, weil mit der Fackel könnten wir den Planeten beschreiben, ne? Bin ich zwar bis jetzt noch nicht so stark drin. Ja, oder wir könnten es zum favorisierten Standort hinzufügen. Also Flagge. Ging jetzt wirklich nicht so lang. So. Wir nennen den einfach mal kein Wolfram und Titan, damit ich das nie vergesse, dass ich das hier nicht finde. So. Ja. Man muss sich schon ein bisschen zur Hilfe wissen. Gut, dann gehen wir jetzt mal gucken, was hier los ist. Hier ist ja ein Häuschen. Da ist wieder so ein Frosch. Hallöchen. Ein Händler, der verkauft ein Waschbecken. Cool. Nice. Oh, die Florana-Statuen sind Gold wert. Oder gut was wert. Muss ich mal überlegen. Ich habe hier noch 32er Kisten. Das heißt, ich werde mal meine anderen Kisten los. Diese 16er Kiste auch. Diese auch. Machen wir mal weg. So, und Schuss. Weiter geht's. Was ist das? Jetzt ist es kaputt. Pflanzenfasern. Sumpfwasser nehmen wir auch mal mit. Ich habe jetzt neulich den Tipp bekommen, ich soll alles Mögliche an Flüssigkeiten mal einpacken und in eine separate Kiste legen. Das könnte alles brauchbar werden. Hallöchen. Habe ich dich gestört? Entschuldigung. Ich gehe wieder. Wir nehmen noch ein bisschen Sumpfwasser mit. Was steht denn da in der Beschreibung von dem Sumpfwasser? Wo ist es? Wasser. Sumpfwasser. Ein Maß voll mit schmutzigem Sumpfwasser. Geil. Ach, nochmal so eine Lagunenmaske. Nehmen wir auch mit. So, hier greifen wir auch noch ein bisschen zu. Wir drownen den Planeten. Ne, wir drainen den Planeten. Jetzt habe ich es. Bisschen nehmen wir noch mit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich jemals Sumpfwasser brauchen werde. Wenn doch, hätte ich auf jeden Fall ein bisschen am Start. Ich glaube, das dürfte mittlerweile auch reichen. 208 Wasser, ja. Also Sumpfwasser. Das reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang.
Nicht nerven, geh weg. Oh, ups, falsche Taste. Hallöchen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich bin auch wieder weg. Oh, hier ist ein bisschen Kohle, die können wir brauchen. Die können wir brauchen, damit ich wieder Fackeln herstellen kann. Ich habe nichts mehr dabei für Fackeln. So, schön. Sehr schön. Hier steht eine Kiste. Diese Gefahrgutschutzmasse kann selbst mikroskopische Gefahren filtern. Ah ja. Ah ja. Sollen wir die einfach mal über unseren Helm ziehen? Ich weiß ja nicht, ob wir das vielleicht jemals brauchen werden. Wahrscheinlich schon. Wir haben es auf jeden Fall. Also ich gehe stark davon aus, dass wir es irgendwann brauchen werden, weil ich es ja gefunden habe. Hallo, seid ihr friedlich? Hallo Freund. Ja, okay. Slashy Stabby. Ja, finde ich in Ordnung. Solange du es nicht mit mir machst, ist alles gut, mein Freund Schnürschuh. So, was haben wir denn hier? Nichts. Ein Bett. Okay, ich glaube, wir gehen wieder. Tschüss. Achso, da kommt wieder ein ganzes Dorf. Okay. Oh nein, ich sehe schon kommen. Mittelgroße Bongo, die gehört jetzt mir. Ich sehe schon kommen, hier werden gleich wieder 80.000 Quests auf mich zukommen. Hier hätten wir schon eine davon. Florana hat Hunger. Ja, da musst du dir was zu essen holen oder machen. Florana hörte von einem nahen Banditen. Florana war auf der war an der Hut in the Swamp östlich von uns, als er den berüchtigten Banditen Margo, den silbernen, was heißt Rogue nochmal? Abtrünniger Söldner oder so wahrscheinlich? Wir nehmen es an. Find Hut in the Swamp. Ja, dann gehen wir gleich nochmal in die Richtung. Oh, ich habe sogar Begleitung, cool. Und ich höre Schüsse. Ich glaube, da geht schon irgendwo Party. Achso, der rotzt irgendwelche Viecher aus der Luft. Wenn man nicht trifft, ne? So. So ist einfacher. Cool. Ich muss was essen. Es geht schon wieder los hier. Hauen wir uns mal ein paar Kartoffeln hinter die Kimme. Oder die Kiemen vielmehr. So, die Kiste hatte ich gelootet, ne? Genau. Ich glaube, die bauen wir mal ab, sonst verwirre ich mich damit immer wieder selber. Dann gucken wir mal, wo dieser Ganoven-Gangster rumgaunert. So. Es ist die Frage, ist der an meiner Landing Zone oder ist der weiter drüben? Da hockt er. Oder rennt er. Hallöchen. Holy moly, hält der was aus. Der jagt die Froschmenschen hier. Hör mal auf, ey. Lass mal die Leute am Leben. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst vor seiner Wumme und seinem Schwert. So nicht. Au. Oh, 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 ich wusste genau, ich sollte Angst haben davor. Nimm das, du Wicht. Oh, übel. Was ist das denn für ein Zipfel? Okay, Zipfel ist weggezipfelt. Fliegendes Giftschweinchen. Weg mit dir. Gut, dann gehen wir zurück und holen uns die Belohnung. Es ging ja schon wieder gut ab hier. Ich habe auch böse kassiert. War wirklich berechtigt, Angst zu haben vor seinem Schwert und seiner Wumme. So, ouch. Das habe ich ja sehr gut gemacht. Ich heile mich nochmal ein bisschen hoch. So, ich bin wieder da, Hallöchen. Schießt schon wieder einer rum. So, einmal übers Dach. Kehre zurück zu Makosu oder so. Okay, abgeschlossen. So, wo ist das Belohnungsbeutelchen? Didi, Wolframerz. Okay, können wir auch brauchen. Habe ich gar nichts dagegen. Teklaki Planetfalchion. Planetfalchion. Planet, genau. Mhm. Ich hab's mal wieder drauf hier. Was bist du denn? Sorry. Ah, ich glaube, der war schon bösartig, oder?
Ups. Ah ja. Schnell mal mitnehmen hier. Oh, hier können wir kochen. Das nutzen wir doch mal schnell. Popcorn machen wir uns auch noch. So, perfekto. Jetzt gucken wir mal hier noch rein. Heilsalbe können wir auch brauchen. Pixel sowieso. Ihr habt nichts gesehen, okay, liebe Leute. Schön, 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 schön. Keine Ahnung, wie groß das Dorf wieder ist von denen. Ich habe das Gefühl, es wird wieder verdammt groß sein. Oder? Doch, es geht noch weiter. So, da rein will ich. Kann ich. Hä? Jetzt doch? Okay, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh. So, ich bin doch wieder weg. Tut mir leid wegen euren Vasen. Vielleicht bringe ich euch mal einen Ersatz mit dafür, dass ich die aus Versehen kaputt geklöppelt habe gerade. Lass mich doch da runter. Irgendwie sind die Dings von denen ein bisschen buggy. Ein Smoking? Geil, Omar. 5000 ist der Wert. Okay. Warum auch immer die hier ein Smoking rumliegen haben. Ich nehme ihn mit. Der gehört mir. Achso, ja cool. Ich kann mich selber in den Käfig stecken hier. Nice. Dann müssen die es schon nicht machen. So. Benimm dich. Ja, ich benehme mich ja. Okay, nee, das Wolframerz könnt ihr mal behalten. Ich will euch nicht wirklich alles klauen hier. Ich will gern übers Dach hüpfen. Dankeschön. So, da ist nichts drin. Was haben wir hier? Bongo. Och nö, da ist ein Manipulator-Modul. Geh mal weg, bitte. Geh mal raus hier. Hallo Freund, ja, ich weiß, Hallöchen. Ich lege mich jetzt einfach mal hier ins Bett, ich bin müde. Lass mich bitte in Ruhe schlafen, danke. Die wollen mich irgendwie nicht in Ruhe lassen gerade. Ich will nur das Manipulator-Modul. Hat funktioniert. Cool. Keine Ahnung, ob ich jetzt so langsam dann mal Stress kriege mit denen oder nicht. I don't know. Catch it, eat it. Erstmal was weggerotzt wieder. Hallöchen. Florana mag Caesars Duft. Florana möchte öfter in der Nähe haben. Pflanze die Samen, wässere sie und sieh zu, wie sie wachsen. Wenn die Pflanze ausgewachsen ist, bring ein Florana Banane und ein Mais. Ein Banane und ein Mais. Das ist ja easy machbar. Das habe ich ja alles schon auf meinem Planetchen. So, wir sind durchs Dorf durch. Eine Banane müssen wir noch bekommen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo eine finden werden, eventuell. Wenn doch, wäre nicht verkehrt. Hier hat wohl jemand gechillt in der Höhle. Cool, cool, cool. So. Weg mit euch, ihr Knilche. Reis nehmen wir mit, die Reispflanze auch. So, und jetzt werden wir mal das Bällchen probieren hier. Okay, das ist ein bisschen doof. Hat nicht wirklich viel, hat nicht wirklich gelohnt. Jesus, Jesus! Hören Sie auf, mich zu belästigen, bitte. Oh, ich bin hier nur reingesprungen, weil ich ein paar Pflanzenfasern haben wollte. Ich habe beinahe keine mehr. Dass der Zoo nach hinten losgeht, hätte ich nicht gedacht. Oh, oh. Was bist du denn für ein Igel? Sah zwar überhaupt kein Stück wie ein Igel aus, aber ja. Nur eher, was bist du für ein Vogel? So. Die Kohle nehmen wir auch mit. Alles bitte. Dankeschön. So. Dann können wir da auch schon wieder raushüpfen. Hüp, so nicht. Aber so. Kriegen wir das hin? Jawollo. Trick 17. Wir haben Mais. Wenn ich jetzt echt noch eine Banane finde, muss ich nicht mal von hier weg. Oh oh. Schon ein bisschen eine gefährliche Geschichte. Obwohl, da geht es gar nicht so weit runter, wie ich dachte. Gut, wenn wir schon hier sind, klauen wir uns noch ein bisschen Wasser. Alles am besten. Einfach mal ordentlich zugreifen. Und die Pflanzenfaser natürlich nehmen wir auch mit.
Wie weit geht's hier noch runter? Oh Gott. Eine Unterwasserhöhle gefunden, oder wie? Das schauen wir uns mal an. Ich sollte nur nicht zu weit runtertauchen, erst wenn das Wasser abgebaut ist. Ich weiß auch nicht, ob sich das bei Regen wieder füllt. Oder ob die Physik in dem Spiel nicht so fortschrittlich ist oder so überdacht und ausgereift. Okay, hier ist nichts. Aber ich habe Wasser. Und zwar nicht wenig. Hier ist noch ein bisschen Kohle, die schadet auch nie. Und Besucher habe ich auch bekommen. Hallöchen. So. Gut, aber die Perlerbsenpflanze nehme ich jetzt nicht mit. Perlerbsen habe ich genug angepflanzt. Viel zu viel sogar. Eher den Reis. Der Reis ist wirklich sehr, sehr nice. Der Reis ist nice. So. Ups. Achso, so weit runter geht's gar nicht. Na toll. Gott sei Dank, ey. Jesus. Also wirklich. Aber wie ist denn hier gelandet? Was ist denn mit euch los? Geh halt drauf jetzt. Nerv mich nicht. Ich muss unbedingt irgendwie so einen blöden Laternenstock bauen, aber ich brauche dazu Titan. Ich meine, einfach mit meinem Schwert, sondern brauche ich keine Fackeln. So. Ne, wir werden erstmal einen Rundgang um den Planeten machen, bevor wir irgendwie abtauchen. Aber wir müssen ja nicht mal wirklich, wir bräuchten Titan. Ich muss wirklich gucken, ob wir wahrscheinlich demnächst irgendwie Treibstoff organisieren. Und wahrscheinlich den Planeten mal wechseln, damit wir an Titan rankommen. Das wäre wahrscheinlich das Beste, was wir machen könnten. Jetzt holen wir uns die Kohle hier. Die hätte ich gerne. So, das dürfte reichen, oder? Ich glaube schon. Ich habe ja mal die Reichweite erhöht. Ah ja, locker. Es ploppt zwar alles da vorne gerade raus, warum auch immer, aber egal. Nehmen wir alles mit. So. Schön. Liebe Leute, dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Das würde mich, wie ihr wisst, megamäßig freuen. Wenn ihr wollt, schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr noch andere Videos oder Spiele und Let's Plays, die euch interessieren könnten. Lasst Likes, Kommentare, Abos da und drückt aufs Glöckchen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht oder wenn es nicht gefallen hat oder ihr es nicht machen wollt, ist natürlich auch kein Ding. Hat ja jeder seine Meinung und ich zwinge euch zu nichts. Das sage ich ja auch oft genug. Ich bin jetzt wirklich raus, ich laber schon wieder viel zu lang, ich kann immer noch keine Verabschiedungen. Haut rein, eine geile Zeit noch, man hört sich. Ciao, ciao.